Natürlich, wenn du schon sagst, dass ich nur aus dem Buch von Christian Prince lesen würde, das ist ja Blödsinn. Ja, ist Der Blödsinn. nennt doch die ganzen Quellen, die hat es gibt genug die Videos, suchen. Videos von dir, wo du das sagst. Hier ein Buch von Christian Ja, aber Prince. du sagst, ich mache es nur, aber das ist ja Quatsch. Ja, doch, Ich das klar, zeige die ganzen, du ich zeige die ganzen Tafsire aus altafsir.com, von alim.org, dann gehe ich auf sunna.com, searchtruth.com. Also, was erzählst du denn da für ja, Quatsch? Du bist ein richtiger, so welche Menschen wie du, ne, die nennt man bei uns Heuchler. Und du bist ein Ja, aber, Heuchler. Ja, okay, weißt du, wie man solche Menschen wie dich nennt bei uns? Ja, das ist mir egal. Höllenkandidaten, genau, ja. Höllenkandidaten. Ja, wir sehen ja am Tag des Jüngsten Gerichts, ne? Sehen wir ja. Du wirst nicht vor Allah stehen mit deinen 72 Jungfrauen. Du wirst nur in die Hölle fahren. Wir sehen ja am Tag des Jüngsten Gerichts, wer von uns beiden brennen wird, wer von uns beiden weinen wird, wer Allah dazu noch anflehen wird, Muslim zu werden. Aber also wenn jemand daran glaubt, dass Gott ihm wirklich, dass du den ganzen Tag Jungfrauen heute zerfetzen wirst und das ist so traurig, traurig. Ja, traurig, traurig. Du bist traurig. Du bist wirklich, du bist, ja, du bist traurig, dass du an sowas glaubst. Du tust mir richtig leid, Armin, oder nicht? Du tust mir wirklich richtig leid, Armin, weil du machst auf, guck mal, ja, ich bin Ex-Muslim. Guck mal, Abdel, ich weiß welchen Abdel. Du, und du weißt auch welchen Abdel. Der hat alles schon rausgehauen. Du warst früher kein. Na doch, du warst dieser. Du warst dieser, ich bin Moslem, aber alles das, dich hat der Islam gar nicht interessiert. Geil, ich kann nicht versichern, da fängt er jetzt schon wieder mit so einem Blödsinn an. Von dir gibt es genug Videos, wo du auf YouTube auf Rapper gemacht hast. Nur du bist Moslem, nur du hast perfektes Leben gelebt. Auf Rapper hast du gemacht. Okay, du hast perfektes Leben. Jeder zweite Moslem ist doch so. Nee, sag nicht jeder zweite Moslem, du kannst sagen, jeder zweite Moslem ist doch so und noch schlimmer und die ganzen Juden reden auch genauso mit dieser Punkt und so. Wenn du so redest, dann rede ich auch so. Und die Christen? Hä? Also dein Prophet hat nicht diese Fäkalsprache benutzt? Hör auf mit Prophet jetzt, ich sag jetzt. Und die Christen? Hat dein Mohammed nicht diese Fäkalsprache benutzt mit sich Punkte? Hat er kein Benehmen gehabt? Laut dir hat er auch kein Benehmen gehabt. Frage, Antwort. Jeder zweite Christ, was ist denn mit dem? Was ihr dazu, ihr geht so Muslim sein, ihr tut so voll auf fromm. Ja, aber deine Religion, du redest gerade über meine du Religion. Sagst doch, nein, du sagst als, Argument zu mir, du sagst als Argument, weil ich kein Muslim war, weil ich so gelebt habe. Habe ich zu dir gesagt, jeder zweite Billo-Euro-Shisha-Muslim ist doch so und sagen, Alhamdulillah, ich bin Muslim. Da musst du die klar definieren und sagen, ihr Dreckigen, ihr seid keine Muslime. Sag das. Diese Menschen, die du gesagt hast, ne? Ja, also so 99% der hier lebenden Muslime, alles keine Muslime. Dann sag das, dann definier das genau. Dann definier das, nein, ich möchte, dass du ehrlich hier bist, dann sagst du, ihr dreckigen eure Shisha-Muslime. Ja, lass mich doch mal. Dann sagst du, na warte mal, hör mir genau zu, dann sagst du jetzt, ihr dreckigen Shisha-Euro-Muslime, die sagt, Alhamdulillah, mit den Rap-Videos und arabische Großfamilien, ihr seid alles keine Muslime. Und zeig dein Gesicht. Das kannst du nicht sagen, das kannst du nicht sagen. Ah, oh, jetzt hat er Angst. Jetzt hat er Angst. Du mal schlafen, Mann. Nein, Mann, okay. Kein komm. Mensch. Hör zu, hör siehst zu. Siehst du das? Das meinte ich. Lass mich mal antworten, Mann. Was ist mit dir? Heuchler vom Feinsten. Lass mich mal antworten. Heuchlerisch vom Feinsten. Will doch nicht zu der Wahrheit stehen. Merkst du? Und da muss man sagen, tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke für das Gespräch. Und dann schießt den Ignoranz. Ich will Clown erwischen, Junge. Laber kein Scheiß. Lass mich jetzt ausreden. Was ist los mit dir? Das doch nicht wahr sein. Lass mich jetzt ausreden. Guck mal, diese Menschen, ne, wo du gesagt hast, die kriegen Alkohol, hören Musik, machen das, haben Tattoos. Das sind bestimmt Muslime, Allahu Alam. Weiß ich nicht. Nur Gott weiß. Ja, warum seid ihr denn jetzt kein Muslim gewesen? Warum bin ich dann keiner? Warum bin ich dann keiner gewesen? Warum bin ich dann keiner? Was ist los mit dir? Warum bin ich denn dann keiner? Du hast dich gerade selber widerlegt. Lass mich doch mal ausreden. Ich habe nicht gesagt, warum sagst du denn bei mir nicht Allahu Alam? Warum machst du das bei mir nicht? Hör mal meine Worte zu. Warum machst du das bei mir nicht, du Heuchler? Lass mich mal ausreden. Was ist los mit dir? Ja, dann rede richtig. Ja, dann rede, dann sei ruhig und zu. Kann doch nicht wahr sein, ey. Jeder zweite Satz ist ein Fehler über dem. Was ist los mit dir? Er rede vernünftig und sag die Wahrheit. Warum sagst du bei mir Allahu Alam nicht? Warum sagst du bei mir Allahu Alam nicht? Komm mit der Wahrheit klar, sei leise. Ja, komm du mit der Wahrheit klar. Sei leise. Entweder keiner ist von den Muslimen oder wir waren alle Muslime. Ja, guck mal, ruhig jetzt. Warum machst du da eine Ausnahme bei denen? Seit Tag 1 waren wir alle Muslime, ja, richtig. Aha, und warum ich nicht? Ja, hörst du mir erstmal zu? Hörst du mir überhaupt irgendwie zu? Wir hören dir genau zu. Lass mich ausreden. Lass mich einfach ausreden. So, jetzt fange ich weiter an. Also. Jetzt fange ich weiter an. Diese Menschen, wo du von denen du geredet hast,
Nur Gott weiß, ob das Muslime sind. Ich weiß es nicht. Diese Menschen, die Tattoos haben, die Musik hören oder die Schweinefleisch fressen von mir aus, das sind bestimmt Muslime, also bestimmt sind das auch welche, die einfach nur von kulturellen her oder von Freundeskreis her sich Muslime nennen, aber bestimmt einfach nur vom Glauben her atheistisch sind. Oder es gibt auch wirklich, die sagen, die sind Muslime, aber machen Sünden, weil jeder Mensch begeht Sünden. Das was, also kein Mensch ist perfekt, muss man sagen. Und es gibt auch Menschen, die nehmen das nur ein bisschen ernst, mal so, mal so. Und es gibt viele Arten von Menschen, wie die Religion in sich ernst... Wie nimmst du denn deine Religion ernst? Meine Religion nehme ich vollkommen ernst. Warum gehst du nicht auswandern und Dschihad machen? Warum bist du so ein Heuchler? Sag mir bitte. Okay, ja, jetzt kommen wir dazu. Wo steht, dass man das machen muss? Sure 9, Vers 41, zieht aus, leicht und schwer und kämpft mit eurem Blut und mit eurem Gut für Allahs Sache, wenn ihr wahrhaftig seid. Du bist nicht wahrhaftig. Okay. Du bist ein Munafir, der hier in Deutschland lebt. Du gehörst zu den Munafirin, die Mohammed die Köpfe abgetrennt hätte. Stimmt nicht. Doch, du gehörst zu den sogenannten Munafirin, die sich weigern, für Allahs Sache in den Krieg auszuziehen und Dschihad zu machen. Du bist ein sogenannter religiöser Heuchler und du gehörst bekämpft. Ganz einfach. Stimmt nicht, stimmt nicht. Jetzt darf ich ausreden. Praktiziere die Sure 9, Vers 41, bitte. Mal ganz kurz hier. Warum machst du das nicht? Warum hörst du nicht auf Allah in Surat Al-Baqarah, Ayah 216? Vorgeschrieben ist dir der Kampf. Ganz kurz. Auch wenn es dir zuwider ist. Warum gehst du nicht kämpfen? Ja, warte, ganz kurz, hier. Sag mir bitte die Sura. Sura 9, Vers 41. Wenigstens einer von den Muslimen, der meinen Koran zu Hause hatte. Guck mal, hör auf mit sowas mit Respektloses haben, ehrlich. Ich sag doch nur, wenigstens einer den Koran zu Hause hat. Woher willst du denn wissen, dass Muslime kein Koran mit sich zu Hause haben? Also ich habe jetzt 1000 Gespräche geführt und keiner hat einen Koran zu Hause. Also hör auf damit. Alle meine Freunde, die Muslime sind, jeder hat einen Koran zu Hause. Ja, bis jetzt hat keiner einen Koran zu Hause gehabt. So, ich habe 1000 Beweise. Keiner hat einen Koran zu Hause. Okay. Und ich habe andere Beweise. Also. Sure 9. Vers 41. Zieht aus, leicht und schwer, und kämpft mit eurem Gut und mit eurem Blut für Allahs Sache, wenn ihr wahrhaftig seid. Bist du wahrhaftig? Du gehörst zu den Fake-Muslimen, die getötet werden müssen. Gehör ich nicht. Doch, du würdest von Mohammed den Kopf von der Schulter abgetrennt bekommen. So, Sure 9, Vers 41. Ja. So. Also ziehen aus, ne? Ja, such doch jetzt nicht 3 Jahre, ey. Sure At-Tauba, Ayah 41, Mann. Ich muss das auch auf Arabischen übersetzen. Bleib mal locker jetzt, Mann. Im Arabischen ist das immer noch heftiger, schlimmer. Ja, Arabisch die Übersetzungen machen schwach. Immer eine Entschärfung, damit das so passt auf in Deutschland. Damit das nicht auf Index landet, das Ding. Ja. Ja, lies mal vor auf Arabisch. In Firuchi Fafakala und dann? Geh mal raus. Geh mal raus. Geh mal raus, mach Tür zu. Geh mal raus, mach Tür zu. Oder geh mal raus, Mann. Geh mal raus. Ganze Familie ist da. Geh mal raus. Geh raus, Herr Salemi. Geh mal raus, Amir. Also geh mal raus jetzt. Reicht mir mit dir. Raus, raus. Reza, der ist 18. Reza, der ist 18 oder 19 und lebt noch bei Mama, glaube ich, ne? Ja, ist ja nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ja, aber der ist noch ganz, ganz jung, glaube ich, und er weiß nicht, was der Koran bzw. der Islam wirklich in Wahrheit aussagt, ne? Ja, deswegen bist du ja da, um ihm dann auf die Sprünge zu helfen. Ja, und wenn er ist da rausgegangen. Ach, der ist weggegangen hier. Ach, der wurde nicht rausgeschmissen. Der ist so ich habe gesagt, raus, nicht der. Ich habe gesagt, raus, Amir raus. Nein. Der meint das doch nicht. Guck mal, wie der widerlegt worden ist. Mit einem Vers, mit einer Suche. Ja. Wo ist der denn?
Ist er noch hier drin? Warte ganz kurz, da kommt ein neuer Gast rein. Ja. Neues Glück, ne? Immer neues Glück. Hallo? Shalom, Gottes Segen. Shalom. Ja, hast Salam du denn eine Frage? Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. So, hast du eine Frage? Warte mal, lass mich mal, warte mal, mein Lieber, warte mal, bevor wir jetzt ein neues Thema anfangen. Das eine muss beendet werden. Also hier in Europa leben sogenannte religiöse Heuchler. Und der Mohammed wurde befohlen nach Sure 66, Vers 9 und Sure 9, Vers 73, dass er diese religiösen Heuchler, die sich weigern, mit ihm in den Krieg auszuziehen, umzubringen. Und da sagt der Mohammed, da sagt der Allah zu Mohammed, O Prophet, sei hart gegenüber den Munafirin und den Kuffar. Und ihre Herberge wird Jahannam sein. Also Mohammed wurde von Allah sozusagen befohlen, gegen diese Leute auszurücken, so die so fromm erscheinen und so tun, als wäre der Islam nicht so gewalttätig und sowas. Mhm. Und da hat der Mohammed diese Leute aufs Blut bekämpft. Ne? Also wenn du nicht hart genug bist, so wie der Islamische Staat heute das macht, und dann wundern die meisten sich, warum töten die denn Muslime, die nicht so hardcore drauf sind wie die? Ja, weil Mohammed das selber getan hat. Und das ist das Problem, was er und diese 99% der hier lebenden Euro-Shisha-Muslime nicht verstehen. Er selber, vielleicht geht er nicht in die Shisha-Bar, aber er praktiziert auch nicht alles in seiner Religion, weil Allah sagt ja in Sure 2,216, vorgeschrieben ist euch der Kampf. So wie vorgeschrieben ist zu beten, zu fasten, zu pilgern und, ist ihm auch vorgeschrieben zu kämpfen. Aber er weigert sich, er will nicht die Kuffar angreifen und sie zum Glauben zwingen, so wie Mohammed. Damit haben die meisten Muslime ein Riesenproblem. Ja, damit wir das auch durchhaben. Ja. Ja, die würden trotzdem haben, wir als Heuchler nennen. Die würden trotzdem sagen, er lügt, obwohl er Sure 41 gesagt hat. Also Sure 9, Vers 41. Er kann das lesen. Der Allah verlangt von ihm, dass er auswandert, zieht aus leicht und schwer und kämpft mit eurem Gut und mit eurem Blut, wenn ihr, also für aller Sache, wenn ihr wahrhaftig seid. Und die Muslime, die ausrücken, um Fisabilillah zu kämpfen, die sind wahrhaftig, die wollen wahrhaftig sein vor Allah, ihrem Gott. Und der Allah sagt ja auch, also der Mohammed sagt in einem authentischen Hadith, wer Allah ohne eine Narbe als Resultat im Kampf begegnet, der wird als Heuchler ihm begegnen. Mhm. Mit Mangel an Glauben. Man muss sich mal vorstellen, wie der Mohammed diese Leute anstachelt zu kämpfen. Also wenn die nicht mit so einer Narbe im Kampf bei Allah ankommen, dann gelten die so als Heuchler. Das ist krank, Mann. Wenn die Leute im Chat beleidigen, ne, dann stumm schalten. Also jetzt nicht rausschmeißen, aber stumm schalten, irgendwie sowas. Ne? Assalami mit Bacon, eine Salami mit Bacon an alle meine Brüder im Christentum und ein normales Hallo an alle meine Freunde im Islam. Sheikh Tadbudi. Hallo? Sheikh Tadbudi. Ja, alles hi. Gut, Bruder? Bist du Moslem? Nein, der ist doch ein Christ. Nein. Hast du eine Frage? Ich bin doch ein Christ. Und ich habe eine Frage. Und meine Frage ist folgende. Wir haben wieso aber keine Antwort. Wie viele Jungfrauen bekommst du im Himmel? Ne? Wie viele davon? 2,7. Ich weiß sogar 7, die Antwort, 2. Bruder. Ich kenne die Antwort, Bruder. 70 Stück sind von der Hölle und 2 von dieser Welt. Habe ich damit recht oder nicht? Da hat jemand den Islamunterricht aufgefasst. Sehr gut. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Wer wird Millionär? Die 50-Euro-Frage geknackt. Was ist die 100-Euro-Frage, Bruder? Die 100-Euro-Frage? Wer wird Millionär? Die 100-Euro-Frage, wie viele wie viele Frauen bekommst du, wenn du nur als normaler Muslim stirbst? Als Mann? 72. Nein, und nicht mehr Türer. Als nein, normaler ist Muslim. Egal. Unterste Stufe, 72 Jungfrauen. Stimmt das, Samir? War das nicht 4 Frauen? Das stimmt. Bitte was? Kriegt man als normaler Muslim, wenn man als normaler Muslim kriegst du nicht viel, aber als Märtyrer. Ja, genau, als Märtyrer kriegst du dann eine 72. Ne? Gibt ja den authentischen Hadith, wo der Mohammed sagt, die Krone der Ehre wird auf seinen Kopf getan und er bekommt 72 Jungfrauen. Er darf auch für 70 seine Angehörige Fürsprache einhalten. Also 72 Jungfrauen bekommt der Shahid.
Und wie aber viel bekommt der Stufe, normale Muslim? Das ist aber wie viele eine Stufe, das, Bruder, das ist also aber eine die, Stufe die höher. Authentischste, die authentischste. Eine 72-jährige Jungfrau. Genau. Die unterste Stufe sind zwei Jungfrauen, so wie ich das verstanden habe, zahlen die auch. Die werden auch geteilt durch andere Muslime. Das ist die unterste Stufe. Die werden geteilt. Gerne, die werden geteilt auch mit anderen. Das kennst ja, du vielleicht stimmt. aus Ravensburg. Hier fragt jemand was ganz Gutes. Was ist, wenn man schwul ist? 72 jungfräuliche Männer? Ja, Lisa, was ist denn dann damit? Kriegt ihr dann ja, zwei doch 80.000 Knaben? Was du dir wünschst im Paradies, bekommst du. Alles. Ja, so wie El Kurdi sagt, alles. Weißt du noch, wisst ihr noch, wo ich mit El Kurdi geredet habe, wo wir über das Paradies geredet haben und ich ihm gesagt habe, ja, aber Allah erlaubt uns mit unserer Schwester, Tanten, Cousinen, Omas, alles zu verkehren. Sagte, ja, alles ist erlaubt. Dann meine ich selber, wenn alles erlaubt ist, kann ich auch zum Beispiel Sahaba haben. Dann sagt er, ja, fast alles ist erlaubt. Bah, was ist das denn, ey? Schwester hier und so, was ist das denn für eine ekelhafte... Aber Bro, was ist da für ein Orgie, was da abgeht? Zu dieser Gay-Frage, es ist nicht gerade verkehrt, ne? Es ist, wird so gesagt, dass auch 80.000 Knaben dort sind, die deine Wünsche befriedigen wollen. Ja, und genau. Nicht nur die nicht bluten. Es gibt nicht nur das. Sure 52, Vers 24. Du bist wie immer vom Feinsten unterrichtet. Und okay, der Walter. Ich bin Dr. Sheikh, hallo? Ich bin Dr. Sheikh Abu Amir und ich bin gerade in der Lehre. Gehorche. Dann gibt es einen Markt. Bruder, pass auf. Schummel. Da gibt es einen Markt voller Bild. Und wenn dir ein Bild gefällt, kannst du in das Bild reingehen. Du kannst mit diesem Bild Penetrationen betreiben. Ja, stimmt, ja. Also habe ich jetzt die 100-Euro-Marke geknackt? Jetzt kommt die 1000-Euro-Frage. Jetzt kommt die 1000-Punkte-Frage. Schnell, schnell, alles mal zwei Leute. Jetzt wirft alles rein. Jetzt mal zwei Leute. Wie viel Joker habe ich noch? Lesser, sollen wir auch mal Dings machen, so Match machen und dann machen wir wie diese behämmerten TikToker hier. Ja, Leute, jetzt alles mal drei. Jetzt eine Minute lang. Kommt, ihr schafft es. Zeigt es den anderen. Ja, ich wollte den ganzen Tag Matches machen und nicht mehr arbeiten gehen. Einmal Publikum, Amir. Einmal Publikum Joker und nicht. Einmal haben wir den Ding. Dann würde arm Joker. Und verhungern, wenn man Matches machen würde mit Christen. Mit Christen kannst du kein Geld verdienen. Ja, du musst so richtig einer von der Welt sein. Komm, Kündigung so von dein Haus, Miete, alles. Das ist so krass. Kennt ihr dieses Bild von Jungfrauen im Himmel? Da stehen so irgendwelche katholische Nonnen mit so Gewehre und dann warten die auf die Dschihadisten, wenn die hier hochkommen, um auf die zu schießen. Lisa, woher kommt eigentlich diese 72 Jungfrauen, was Mohammed hat? Ich glaube, das ist von uns Persern, hat der irgendwas übernommen, ne? Ich glaube, in der persischen Mythologie gab es da irgendwas mit 72 Jungfrauen. Daher hat der Mohammed das. Das muss man auch mal tiefer recherchieren, ja, mit dieser Sache mit den 72 Jungfrauen, woher das kommt. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe da auch was gelesen. Aber ich habe nicht nur das dort gelesen, ich habe auch etwas in der Bibel darüber gelesen. Auch in der Bibel steht etwas über Höllenbewohner. Das hat mir dann auch so gleich Klick gemacht, wo ich das gelesen habe. Sogar 72, sorry. Das hat bei mir sofort Klick gemacht. Ja. Ich suche das sogar jetzt nebenher, während ihr meine 1000 Euro vorbereitet. Also das Traurige daran ist ja, dass 99% der Welt muslimische Bevölkerung nicht an sowas glauben. Auch wenn das da drin steht, mit den Jungfrauen und so. Und die bleiben trotzdem Muslime. Das ist das, was nicht in meinen Kopf reingeht. Ja. Weißt du, was mir einer gesagt hat, ein Muslim, der sagt, man kriegt 72 Obstkörbe. So mit einer Frucht, die immer lecker schmeckt. Mehr hat er nicht erzählt. 72. Dafür gehe ich doch nicht Jihad machen und mein Leben aufs Spiel setzen. Das kann ich doch hier beim Türken um die Ecke kaufen. 72 Körbe. Ja, genau. Das ist doch nicht Paradies. Das ist Quatsch. Das ist geil.
Nee, das sind schon Jungfrauen. Was meinst du, wie die Muslime und allgemein die Leute reagieren würden, wenn ich so einen Aufruf mache? Ihr dürft erst mit mir reden, wenn ihr mir eine Almosenspende gibt. Was meinst du, was hier los wäre? Aber wenn Mohammed das im Koran macht, da ist gar kein Thema, weil das ist der Prophet. Anstatt die so in Frage zu stellen, ne? Stimmt, ja. Das ist doch ich habe eine Frage. Wenn wir schon wer mit Millionen ist, dann habe ich auch eine Frage. Hast du noch eine Frage? Weil ich will noch andere Leute reinholen. Hast du noch eine weitere Frage? Weil ich wollte noch weitere Leute reinholen. Kein Problem, ich mache eine Frage, weil wir spielen ja gerade Wer wird Millionär. Eine Frage habe ich. Mal sehen, wer die Antwort weiß. Mohammed hat versucht, eine Jüdin, die sie nicht versucht, er hat nicht hinbekommen, sie zum Islam zu erziehen. Er hat sie am Ende doch noch, er hat es am Ende doch noch geschafft, im Islam zu konvertieren. Wie hat er es geschafft? Safia oder was meinst du? Nein, der hat ja die ganze Familie massakriert. Von dieser Frau hat er die Familie nicht massakriert. Aber er hat sie anders zum Islam bewegt. Er hat Herz berührt, Bruder. Er hat ihr Herz berührt. Er hat ihr Herz berührt? Quasi. War das die Mohammed gewarnt hat und gesagt hat, es gibt einen Propheten in dieser Stadt, der verbreitet sehr viel Irrlehre und so weiter? Und dann hat er die ist begleitet, mit Tüten geholfen. Ich gebe einen Tipp und einen Joker. Es hat was mit Schafen zu tun. Schafe? Ja. Sauda? Ich weiß es. Eine Jüdin und es hat was mit Schafen zu tun, wie man sie rumgekriegt hat. Ja, ich weiß, wen du meinst, aber jetzt komme ich nicht drauf auf den Namen. Schick. Danke, dass du hier warst. Du bist der Headspinner jetzt. Bis zum nächsten Mal und dir wünsche ich Gott Segen. Bis dann. Jetzt habe ich gar nichts gewonnen. Doch, du bist der Sieger der Herzen. Leute, bitte nur Anfragen von Muslimen, bitte. Wir Guten sind Abend. Hier schon vier Christen. Hallo, bist du Moslem? Ja, Alhamdulillah. Eigentlich ein Moslem. Guck mal, was heißt der? Salam alaikum. Das könnt ihr euch sparen jetzt mit dem Salam alaikum. Ich habe gehört, wie ihr davor geredet habt und was für Leute ihr hochgelassen habt. Ich werde auch gar nicht, guck mal ganz kurz, ich bin auch nicht hergekommen, um jemanden anzugreifen oder zu debattieren oder sonstiges. Ich werde nur ein paar Punkte hier nennen und danach könnt ihr auch gerne drauf eingehen, ist gar kein Thema. So, meine Worte richten sich auch direkt hier an Amir oder wie auch immer du heißt, an den Ex-Muslim hier, ne? Digga, zu dir kann ich nur eine Sache sagen. Nein, zu dir kann ich nur eine Sache sagen. Ungelogen. Such dir Hilfe. Ehrlich, such dir Hilfe. Wallah, such dir Hilfe. Amir, kein einziger Muslim kriegt das hier hin, um mal vernünftig reinzukommen. Das ist so heftig. Jeder weiß, dass du einen Arzt brauchst. Jeder weiß das. Krank, endlich mal normal, vernünftig hier reinkommen, eine Konversation führen, sofort, so wie so ein, ja. Guck mal, die sagen, Amir braucht einen Arzt, ne? Aber er zitiert nur aus Sure, also aus dem Koran und die Hadithe. Also braucht jetzt die Rechtschulen jetzt die Ärzte oder wie soll ich das sehen? Eigentlich schon, das meint er eigentlich damit, aber man muss das ist Wahnsinn. Man muss das Ganze wirklich tiefenpsychologisch so analysieren, was bei denen los ist. Ne? Das ist der Amir zitiert ja wirklich aus den Quellen mit Namen, Datum, Vers und trotzdem sagen die, der ist krank. Das ist ein Phänomen. Ne? Das ist Paradox. Ignoranz kennt keine Grenzen bei Menschen. Wenn etwas auf der Erde alle Menschen gemeinsam haben, alle 8 Milliarden, dann ist das Ignoranz. Ja. Und leider. Ja, das ist halt Amirul Mu'minin.
Ja, Dr. Sheikh Rıza. Jun, mach doch mal dieses Bild auf dein Gesicht, wenn du demnächst live gehst. Das sieht besser aus. Ja, ne? Ja, Also, das sieht echt heftig aus. Ich sehe so aus wie der Führer von einer ganzen Nation. oder eben eine Aldi-Tüte oder sowas. Aber den Bart musst du rausholen vorne aus der Aldi-Tüte. Dein Bart muss zu sehen sein, aber nichts anderes. Und die Augen. So, also. Ich schau mal den. Es tut mir leid, ich war jetzt gerade ne, ich habe auch Brüder. Und das kann auch mal passieren, dass die Brüder auch mal ins Zimmer reinkommen. Und, ne? Bist du ein Deutscher? Ich bin Deutscher, hast du ein Problem damit oder was? Nee, ich liebe Deutsche. Hast du ein Problem damit? Nee, bist du zum Islam konvertiert? Also die Religion ist eine Sache zwischen mir und Gott. Ja, kein Problem. Aber stehst du zu deiner Religion oder nicht? Ich stehe zu meiner Religion, ganz genau. Also bist du zum Islam konvertiert? Ich bin als Moslem geboren. Ha? Als Deutscher. Ich bin als Muslim geboren. Was für ein Landsmann bist du? Das hat in der Religion eigentlich spielt keine große Rolle, was für ein Landsmann ich bin. Ja. Aber wenn du mich so fragst, ich bin Deutscher. Du kannst ja als Muslim geboren sein. Jeder Ja, gut, Mensch der Mohammed, ja, stimmt, der Mohammed hat gesagt, Mohammed jeder hat Mensch ja ist Muslim. gesagt, Ja, jeder Mensch will als ja, hast du Muslim. recht, ja. Also ist Ame doch ein Muslim gewesen, Stefan. Ja, das sage ich doch immer. Ja, na Ich sehe klar, das ja gerade bestätigt. Ame war aber jeder Muslim. geht mit seinem Glauben anders um, ne? Das ist ja nicht jeder Mensch glaubt an das, als das, was er geboren wurde, ne? Also jeder von uns hier gerade drinnen Nein, wurde hier. Mohammed sagt, dass die Eltern ihn dann zu einem Kerl machen. Aber Ganz jeder ja, Mensch hat die genau. normale Veranlagung, diese Fitter oder was, ne? Richtig, aber wir alle hier, die gerade drin sind, ne, und auch alle Kommentare, die wir sind alle als Muslime geboren, aber dann die Eltern, so wie gerade selber gesagt hast, ändern dann auch den Glauben, ne? Die Tiere sind auch Muslime, ne? Kannst du das bestätigen? Das kann ich leider nicht bestätigen, weil ich davon jetzt auch nichts weiß. Davon weiß ich nichts. Allahu Allah. Dort, der Mohammed hat gesagt, am Tage des jüngsten Gerichts wirst du dann neben so Tieren stehen, die dann auch Rechenschaft ablegen müssen. Noch einmal, ich habe es nicht richtig gehört. Noch einmal, bitte. Also der Mohammed sagt in so authentischen Hadithe, dass du dann mit so Tieren neben dir Rechenschaft ablegen musst. Als ich damals im islamischen Unterricht war, hat dieser Scheich uns erzählt, dass selbst der Stein Rechenschaft ablegen muss bei Allah, warum er denn verrückt wurde. Also so von Also, einem Platz zum anderen. Ja, wie wegen gesagt, so Windkraft oder so, obwohl der Stein ja nichts dafür kann, aber der muss sich dafür rechtfertigen. Ein Stein. wie gesagt, Was also man kann meinst du, ja, wie ich Rolling fast angefangen Stone, habe zu der lachen? rollende Ne? Stein, der Rolling Stone. Wenn ich was dazu Natürlich sagen müssen die kann, kommt der Rechenschaft Stein in die ablegen, Hölle. die rollende Steine. Wenn ich was dazu sagen kann, man soll nicht immer das glauben, was Menschen sagen. Man soll nicht Der hat immer Mohammed selber. zitiert. Der hat Man muss. Mohammed zitiert, deswegen bin ich fast umgefallen. Nee, also man soll es selber lesen. Und wenn es stimmt, dann stimmt es halt, weil, wie gesagt, was der Reza mich gefragt hat, ich stehe zu meiner Religion. Und das ist das, was einen Menschen auch so besonders macht, egal was, du stehst zu deiner Religion. Kannst du die Schahada mal aussprechen? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Okay. Wie hat denn Moses diese Schahada denn ausgesprochen? Das weiß ich leider nicht. Wie gesagt, ja, du fragst mich Sachen. Das ist jetzt so eine Sache, weiß ich nicht. Und ist auch Okay, du nicht wichtig, verstehst wenn doch gerade ich. den Also Islam gibt oder es nicht, keinen lieber Juden? Also das Judentum hat nicht existiert, alle waren Muslime. Doch, das Oder? Judentum hat existiert. Ja, aber du sagst doch, alle Menschen sind als Muslime geboren. Genau, richtig. Und davor, also wie gesagt, das ist zum Beispiel auch eine Sache, was davor war, ist es ja gerade jetzt. Was davor war, weiß ich jetzt nicht. Damit habe ich mich jetzt nicht so weit beschäftigt. Es gibt ein paar Sachen, die weiß ich. Ja. Das zum Beispiel weiß ich nicht. Okay, aber kann ich so zum Beispiel einfach sagen, La ilaha illallah? Geht das ohne dieses Muhammad Rasulallah? Das ist auch eine Sache, das weiß ich nicht. Ich Ja, beantworte alles, was ich woraus weiß. besteht denn die Schahada? Aus zwei Teilen. Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah und ich Das bezeuge, Muhammad ist ein Glaubensbekenntnis ist Diener und das. Gesandter. Das ist das Glaubensbekenntnis, genau. So, und jetzt frage ich mich allen Ernstes, wie hat denn Mose die Schahada ausgesprochen? Kannte er Rasulallah? Das Solala erstmal nicht. So bitte, also Solala?
Man soll bitte mit Respekt reden, Armin, ne? Ich rede doch mit Respekt. Ich frage dich doch. Das ist aber kein Solala. Du sagst Solala. Was soll das sein? Du hast doch Solala gesagt. Du hast Solala gesagt. Ich habe verstanden, du sagst Solala. Also bitte, ne? Nee, das ist. Du sag bitte einfach das Glaubensbekenntnis. Du kannst mich fragen, wie hat Musa a.s. das Glaubensbekenntnis ausgesprochen? Das kannst du mich fragen. Ja, aber nicht, wie hat Musa a.s. Solala ausgesprochen? Ich habe verstanden, dass du gesagt hättest, Solala. Okay, dann korrigieren wir. Das ist ja nicht schlimm. Aber du weißt ja, dass ohne dieses Solala es auch keine Shahada gibt. Man kann ja nicht einfach sagen, La ilaha illallah. Man muss ja dazu sagen, Muhammad Rasulallah. Ja, genau, ich bezeuge. Wie haben denn die ganzen Propheten die Shahada gesagt, wenn alles die Propheten von Allah sind? Das weiß ich nicht, das ist eine Sache. Das ist ein Witz, Mann, verstehst du das nicht, dass der Islam in sich selber zerfällt? Nee, das kann doch nicht wahr sein. Es gibt von den drei Weltreligionen, wo jetzt gerade sehr viele Konvertierte gibt, ist im Islam, muss man sagen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Nee, das stimmt nicht. Die meisten der Islam wächst, weil die muslimischen Frauen einfach viele Kinder bekommen. Also bitte, was ist das denn für eine Aussage? Ich rede nicht von denen, die geboren werden, ich rede von denen, die kommentieren. Das ist eine mickrige Zahl. Einfach tausend kommentieren jedes Jahr zum Beispiel in Deutschland und fallen auch wieder ab von Islam. Also, das ist über die Welt, den ganzen Islam annehmen, heißt das nicht, dass das die Wahrheit ist. Also, die Aussage ist schwach. Nee, ich meine, nein, ich habe jetzt nicht damit gemeint, dass hier was falsch versteht. Ich habe damit nicht gemeint, dass es damit bewiesen sein soll, dass der Islam die Wahrheit ist. Ich meine jetzt nur damit halt, weil ihr gerade euch so drüber lustig gemacht habt, würde ich nur mal kurz gesagt haben, so nebenbei, dass der Islam die meist konvertierte, also jetzt gerade aktuell. Ja, und die Bibel ist das meist gelesene Buch, das meist gedruckte Buch der Welt. So, und? Also, okay, willst du jetzt damit jetzt ankommen? Also, willst du jetzt mit Mathematik jetzt damit kämpfen? Jetzt fangen wir im Battle an, oder was? Ja, okay, was? Ja, denn? Du hast mir angefangen, da frage ich mich, die Aussage schwach, die hat keinen Sinn. Keinen Sinn, auch wenn du es nebenbei sagst. Wie kann eine Aussage schwach sein? Wie kann eine Aussage schwach sein, wenn ich nicht damit... Ja gut, die Bibel ist das meistgelesene Buch, das meistgedruckteste Buch. Punkt. Okay, dann zeig mir ich nebenbei wählen. Also nee, das stimmt auf jeden Fall nicht. Ach so, nee. Frag doch bitte. Also du kannst jetzt nicht einfach irgendwelche Wörter rausholen, die erstens keinen Sinn ergeben und zweitens auch... Ach so, die ergeben keinen Sinn, ne? Ja, die ergeben auch keinen Sinn. Kann ich dir mal eine Frage stellen? Ja, natürlich. Was... Also jetzt auf Ernst, ne? kein Hate oder so. Ja. Für mich hat das keinen Sinn ergeben, wo Allah gesagt hat, alle Engel, ne, zu den Engeln hat er ja gesprochen, da sprach Allah zu den Engeln, die sollen sich ja verbeugen. Ne? Und Jibril hat sich ja nicht verbeugt. Iblis. Ist der ein Engel? Jibril, nein, der ist ein Djinn. Der ist ein Djinn, der ein Stammvater von Djinns, ne? Der ist aus Feuer erschaffen, hat einen freien Willen. Die Engel sind aus Licht erschaffen, haben keinen freien Willen, richtig? Richtig. Okay, und warum sagt Allah an alle Engel, also er hat zu den Engeln gesprochen, die sollen sich alle verbeugen. Und warum hat der Iblis Jacke bekommen? Weil er sich nicht verbeugen wollte. Er hat gesagt... Ja, aber ich dachte, der Iblis ist kein Engel. Ganz kurz, er hat gesagt, warum soll ich mich vor Adam a.s. Beugen, wenn ich aus Feuer bestehe? Feuer ist stärker als bei der Adam a.s. wurde aus Leben, aus Thron geschaffen. Darüber haben mein Bruder und ich heute noch geredet, ne? Weißt du noch, wieso? Aber warum, also Allah, wir können doch die Suche mal öffnen. Ich glaube, Sure 7 war das. Ja. Vers 10 oder Vers 15? Armin, weißt du das noch? Oder ich gucke mal nach. Dann habe ich den hier. Allein die Geschichte, als ich die mit meinem Bruder heute durchgegangen bin. Also dieser Iblis, der hat in dem Moment ja richtig gehandelt, sich nicht vor einem Menschen niederzuknien, sondern nur vor Gott. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, beugt euch vor Adam a.s., dann musst du das machen. Es ist egal. Okay, hat Allah zu Engel gesprochen oder hat er zu Djinns gesprochen? Also Iblis soll mal ein Djinn, dass der überhaupt mit den Engeln... Ja, antworte mir bitte. Also hat das zu Engel gesprochen oder hat das zu Djinns gesprochen? Wie bitte noch einmal? Hat der Allah zu Engel gesprochen oder zu den Djinns? Zu den Engeln und... Zu den Engeln hat er gesprochen, okay? Ja, aber lass mich jetzt mal was sagen. Wenn du darüber nachdenkst, dann ist der Allah ja der Urheber von Schirk. Kann ich mal bitte antworten? Der Allah ist ein Urheber von Schirk. Der will, dass man sich vor irgendeinem Menschen... Kann ich doch mal bitte antworten und bitte, ne? Ja. Ja. Merkst du? Der Iblis
wurde von Allah subhanahu wa ta'ala, der war gemocht, der durfte mit den Engeln zusammen. Der war der einzige Djinn. Die Djinns normalerweise durften mit den Engeln nicht zusammen, zusammen sein. Und Iblis durfte es. Der, okay, sollen wir die Suche mal lesen? Ja, lies mal die Suche vor. Guck mal, Suche 7 Vers 11. Was für ein Buch ist das? Ne, ich kenne das. Ich kenne das so mit Zahlen. So weit bin ich nicht tief drin. Ich habe nur diese Suche gesehen und habe mir gefragt, ja, aber, nee, aber du kannst jetzt nicht einfach irgendein Buch vorlesen und sagen, ja, ich weiß, Suche Kapitel 7 Vers 11. Ich kenne den Namen nicht von 7. Nee, sag mir bitte das Buch. Das ist der Koran. Das ist Koran. Genau. Von wem übersetzt? Ach, von wem? Von wem über? Ich habe eine normale deutsche Übersetzung genommen von islam.de. Ach, bei Google. Auf Google. Nee, das hatte ich. Ich hätte mir gespeichert, eine Notiz hätte ich. Bin nicht mehr in Google. Das habe ich aber von islam.de, die Übersetzung. Okay, dann lies mal vor, dann gucken wir mal, ob das wirklich mal übers. Ist kein Problem von mir, liest du auch vor, dass wir da gleich stehen. Ich habe es auf Arabisch einmal vorlesen lassen. Ein Araber hat es mir bestätigt. Ganz kurz. Dann also ist auch kein Problem. Ganz kurz. Welche Suche? Sure Kapitel 7, Vers 11. Sure Kapitel 7? Sure Kapitel 7. Vers 11. Ach, Suche 7. Also Suche 7, Vers 11. Ja, da ist ein Widerspruch, weil eben der Iblis kein Engel ist, sondern ein Djinn. Genau. Und der Allah sagt zu den Engeln, die sollen sich niederwerfen. Also die genau. Ein Widerspruch in einem Vers. Genau. Ich sehe da, dass Allah nicht weiß, dass Iblis ein Engel oder ein Djinn ist. Er weiß das irgendwie nicht. So ließ ich es heraus. Er spricht also im Allgemeinen über Engel. Die sollen selber entscheiden. Engel, ne? Die sollen gleich alle in Chat schreiben, was sie daraus hören und verstehen. Lies mal bitte vor. Okay. Also sagt Allah im Allgemeinen zu den Engeln, die sollen dich niederwerfen. Vor. Ja, ja, der sagt nur zu den Engeln. Ich lese vor. Suche 7, Vers 11. Lies mal vor, Stefan, oder soll ich lesen? Ich lese vor. Und wir bitte. Haben euch erschaffen, dann gaben wir euch die Gestalt, dann sprachen wir zu den Engeln, werft euch vor Adam nieder. Und sie alle warfen sich nieder, nur Iblis nicht. Er gehörte nicht zu denen, die sich niederwarfen. Stopp, geh wieder auf diesen Satz. Hierauf haben wir es zu den Engeln gesagt. Okay, und worauf willst du jetzt hinaus? Ja, aber Allah hat zu den Engeln geredet. Iblis ist doch kein Engel. Genau. Oder gibt es einen Engelstatus? Gibt es einen Engelstatus? Also bitte, der Iblis durfte mit den Engeln zusammen sein. Also ist ein Engel ein Status? Also, du bist jetzt wieder mal ganz, du switchst jetzt gerade alles raus. Nein. Ich fühle mich nicht rum, also ist der gleiche Fass. Du sagst, Engel ist ein Status. Ich frage dich, warum fühlt sich denn Iblis ist, überhaupt angesprochen? Gehört er zu den Engeln? Warum fühlt er sich angesprochen? Warum wurde ich jetzt gemeldet? Gemeldet? Also ich habe mich jetzt nicht gemeldet, hä? Ich wurde gemeldet wegen Mobbing und Belästigung. Ja, deine eigenen Brüder haben dich gemeldet, damit du rausgehst. Ganz lustig an mir. Ja, ist so. Die sagen immer, die können Suche 7, Vers 11. Also zu den Engeln haben wir gesagt. Ganz kurz erstmal raus und dann wieder rein, oder? Ne, du kannst ruhig weiterhin, das ist kein Problem. Das ist an ja, kann man ignorieren. Rein und raus, immer nochmal raus und rein. Ich? Ja, hallo? Moin, was geht ab? Bist du Moslem? Warte mal, ich krieg gerade einen Anruf, einen Moment. Ja, dann kann ich auch raus. Oh, mal wieder diesen Stefan hoch. Ich bin gespannt auf seine Antwort, weil hier steht, Suche 7, ja. Vers 11. Und wir haben euch erschaffen, hierauf haben wir euch gestaltet, hierauf haben wir zu den Engeln gesagt. Allah hat zu den Engeln geredet. Werft euch vor Adam nieder. Das ist genau die Zitierung von Allah. Da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er gehörte nicht zu denjenigen, die sich niederwerfen. Also er hat zu Engeln geredet, Allah, und Iblis hat sich nicht vorgebeugt. Also der hat sich nicht mal angesprochen richtig gefühlt. Doch, der hat sich irgendwie ein bisschen angesprochen gefühlt, aber irgendwie auch wieder nicht. Der hat sich ja mit Allah dann deswegen sogar gestritten, weil ich bin aus Feierschaft, die sind aus Lehm. Aber ich dachte, Iblis ist kein Engel. Der hat doch zu den Engeln geredet. Das ist wie, ich gehe in ein Klassenzimmer rein und sage, alle Mohammeds aufstehen. Da steht mir so Murat auf. Ja. So, wo ist die Logik dann, ne? Sura Kapitel 8, also Sura 18, Vers 50, ist es nochmal genauer. Damit allein, man wenn, zwei nein, allein wenn du ihm Sure 8, Vers 65 und 66 zeigst, da ist Feierabend. Allah kennt die Zukunft. Bruder Lisa, das musst du dir jetzt mal vorstellen. Guck mal, wir haben jetzt knapp 400. Sure 8, 65 habe ich auch. Warte mal bitte ganz kurz, Angelo.
Guck mal, Bruder Reza, das musst du dir mal geben. Jetzt, gerade wo wir knapp 500 Zuschauer haben, wollen die Leute reinkommen, die über dich lästern. Das musst du dir mal geben. Wie Über dreist. wen lässt man? Ja, du weißt doch auf TikTok, wie die denn über dich reden und. Ist ja kein Problem. Ja, aber guck mal, nein, Ist nein, ja ich kein finde, das ist, nein, nein, Bruder, aber das ist für mich ein ekliges Verhalten, gerade wenn Problem. man viele Zuschauer hat, dass man dann reinkommt und dann sich wieder einschleimt. Hey, Bruder Reza, wie geht's dir? Ach Hey, so, ja. Bruder, mein Bruder, tolle Arbeit, Amir, tolle Arbeit. Und dann den nächsten Stream raus und dann rein und dann wieder lästern. Ich war gerade bei denen drin. Ja, das ist halt Doppelgesichtigkeit, ne? Und ein Wiedergeborener, der mit dem Heiligen Geist versiegelt ist. Ja. Und sollte das eine Gesicht ja abgelegt haben. Ja, wo ist denn der jetzt? Ist der Stefan wieder da? Mein Handy ist voll am Entladen, das ist nicht mehr normal, ehrlich. Das ist die Strafe, weil du immer damit hetzt, mit diesem Handy. Und deswegen ist da Blitz drauf jetzt. Der Herr möchte das nicht mehr, hat Ausgehetzt. recht. Der Akku hat sich ausgehetzt. Gehorche. 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 Jorge. 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 Was passiert Jorge. eigentlich mit dieser Jorge? Welche Jorge? Diese von Germany's Next Topmodel, oder wie das Ja, da das ist, ist der diese eine. größte Topmodel, den ich je gesehen habe, mit seiner. So? Da hat man. Hi zusammen. Hi, Hallo, grüß dich. du heiliger Grüß dich. Hunger. Wer ist das? Hast du immer noch nicht den Islam verlassen, oder was? Nee. Ach so, Nee, ja, nee, stimmt, du warst ja doch. nie ein richtiger Muslim, ne? Doch. Ja, Nein, du Bruder, hast gib immer ein mir. Problem gehabt, selbst mit den ganzen Bestandteilen. Ich weiß das noch. Gib mir mal eine Minute, weil immer wenn ich bei euch reinkomme, bin ich irgendwie total nervös. Ich weiß nicht so, als ob Warum? ich. Atme tief ein, atme tief aus. Alles wird gut, entspann dich. Streichle ein wenig deinen Bauch und dann wird das schon alles gut. Ja, also guck mal. Oder soll ich dir den Kamelurin-Vers rezitieren? Dann geht das besser. Nee, nee. Guck mal, ich bin einer so, ne, ganz ehrlich, ich mache mir echt über alles Gedanken so. Und So schön. wenn ich jetzt in eurem Glauben da echt logische Sachen finden würde, ne, wo ich sagen würde, ey, das stimmt echt, dann hätte ich auch echt kein Problem damit zu sagen, ich glaube jetzt auch daran und ich würde mich outen. Ich hätte kein Problem damit, ne? Aber ich Was finde findest du das. unlogisch? Nehmen wir mal ein Beispiel. Was findest du unlogisch an dem Herrn Jesus Christus und seinem Werk? Ja, also auf eine Art finde ich, dass das irgendwie wie Götzenanbetung ist. Ich will euch da jetzt nicht mit kränken oder so, ne? Ja, Aber was warum? ich sehe, ist, dass immer halt von Jesus Christus gesprochen wird. Ihr Ja. redet halt davon, dass Gott in drei Teile aufgeteilt ist, so, ne? Aber für euch steht immer der Teil Jesus Christus im Vordergrund, so. Also Ja. rein logisch, ja klar, also ich kein Zweifel, Gott ist allmächtig, Gott Ja. kann, wenn er will, und vielleicht will er auch Menschenform annehmen, vorübergehend. Wenn er Ja. Lust darauf hat, dann macht er das eben. Ja. Aber dann müsstet ihr doch eigentlich sowas sagen wie, wir glauben an den allmächtigen Gott, der die Form eines Menschen angenommen hat und sich in der Form für die Menschheit geopfert hat. Aber Ja. ihr redet immer über diese menschliche Form Gott. Immer so, weiß ich nicht, so als ob halt ein Gesicht besteht halt aus Auge, Nase und Mund. Und ihr redet immer nur über die Nase, so, weißt du? Das kann ich irgendwie nicht Okay, nachvollziehen, so. sagen wir mal, du gehst über die Straße und du hast jetzt, sagen wir mal, einen LKW übersehen, aber einer deiner Familienmitglieder oder sagen wir dein Vater sieht das und springt dahin und schubst dich weg von der Straße und erleidet den Tod. Wem gibst du die Ehre? Dem LKW, der Straße oder deinem Vater? Ewigkeit. Wem bist du dankbar, dass er dein Leben gerettet hat?
Ja, weiß nicht, ob das jetzt so der Kannst du eine Antwort geben? Nicht hin und her springen. Sag mir die Ja, Antwort. also Du kennst die Antwort. in dem konkreten Beispiel natürlich den, der mich gerettet hat, ne? Aber Siehst du? ob das so Also, der hast du noch optimale. weitere Fragen bezüglich Christentum? Ja, also jetzt nicht nur was Christentum angeht, ne, Siehst du, wie aber schnell man alles beantworten guck kann? mal, Dann schnell wird das. guck mal, die Sache Nächste ist Frage. die. Die Sache ist die, dass jemand, der wirklich ein bisschen Verstand hat, ne, der Ja. kann nicht glauben, wirklich, dass Mohammed ein falscher Prophet war. Also das sage ich jetzt Ach wirklich du Heilige. nicht, weil ich in eine muslimische Familie reingeboren wurde oder so. Ja. Ey, das kann doch nicht irgendein, in euren Augen ist er ja ein Irrer, ein pädophiler, kranker Irrer. So seht ihr ihn ja. Wie kann irgendein pädophiler Irrer eine ganze Religion erschaffen, ey, innerhalb von, weiß nicht, 20 Jahren? Wie geht das so? Ja, genau wie Ja, Satanisten wieso das denn? auch können. Ja. Ja, und Du hast ja die würde Zeugen dann. Jehovas mit Millionen Anhänger weltweit, die sind ja auch von einem falschen 50er ins Leben gerufen worden, von einem Ja, Betrüger. die Zeugen Du Jehovas brauchst nur ist auch etwas, ganzen. Antonia, du brauchst nur etwas charismatisch zu sein und gut reden zu können. Dann hast du schon eine Schar hinter dir, glaub es mir. Wenn du nur gut reden kannst und die Leute bezirzen kannst, dann bist du gut drauf und die Leute folgen dir, glaub es mir. Ja, Also, wenn du was denen ein das Argument. gibst, was die hören wollen, die werden dir alle in Scharen folgen. Ja, So ist das. dann bist du im besten Fall halt eine Sekte, die für Ja, 50, ja. 60 Jahre existiert, aber Ja. du Aber du siehst ja, kannst. dass Mohammed durch sein Buch klargemacht hat, dass die Muslime sich bis zu 4 Frauen nehmen können und auch andere Dörfer angreifen, um dort die Frauen zu vergewaltigen und weitere Kinder zu machen und Eroberungsfeldzüge zu starten. Siehst du? Und dann merkt man, aha, der Mohammed hat also seine Religion nur mit sowas verbreitet, mit dem Schwert. Ja, weiß, nein, guck mal, also was ich auch merke, so, also ich merke ja erstmal, dass ihr an dieser Riesensache Islam immer nur 7, 8 Sachen habt, die ihr immer wieder erwähnen könnt. Und da, ich habe mir auch viel Christian Prince Videos und Debatten angeguckt und ich merke auch, ihr redet eigentlich nur Christian Prince nach. Und also wenn ich mir eine Christian Prince Debatte anhöre, ne, wo sich andauernd irgendwie Muslime und so melden, also für mich ist in dem Moment, ist für mich alles so offensichtlich, als ob Teufel mit Engel reden würde. Diese verhassten Muslime, die ihn anrufen, die sind alle so freundlich zu ihm, ne, werden alle aufs Übelste beleidigt von ihm als ihr Dunkies und ihr weiß ich nicht was, ihr Stupids Ja, und das ist nicht schön, die sein Verhalten. ganze Da hast du Zeit recht. werden die Da hast du runtergemacht recht. und Da hast du recht. Das trotzdem, dürfen wir nicht. Ich ja, weiß aber nicht, er warum er macht das das ja, tut. er Er macht darf das ja. das nicht. Normalerweise darf er das nicht. Der Herr Jesus hat uns klar gemacht. Wir müssen unsere Nächsten und unsere Feinde lieben. Und dass er die Muslime beleidigt, ist absolut unchristlich. Ich habe auch ein Problem mit ihm, ein ganz großes Problem. Unabhängig Ja. davon, dass, was sein Islamwissen betrifft, dass er allen Muslimen überlegen ist. Das ist Fakt. Aber sein Verhalten, wie du schon sagtest, was er da betreibt, das ist absolut nicht vertretbar. Genau, also finde ich auch gut. Ich muss da auch ein bisschen dem Joker beistimmen. Also was jetzt dich speziell angeht, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass du ein bisschen älter bist als dein Bruder, dass du ein bisschen reifer bist. Also weil dein Bruder ähnelt ihm mehr, sage ich mal. Der Ami beleidigt keine Muslime. Der geht immer, er begrüßt sie, er segnet sie, ihre Familien und dann fangen die halt an, den Ami zu beleidigen. Ja, Okay, also. bedrohen, beleidigen, Attentate machen. Also, ja. Also was ich dem Armin auch echt mal empfehlen möchte oder ich ihn drum bitten möchte, dass Ich er bin nur sich. emotional. Ich bin sehr emotional und manchmal werde ich dann sehr, sehr lauter halten, aber das, was die Ja. Muslime da machen mit Beleidigungen und sowas, das hörst du nicht von mir. Aber das machen die doch gar nicht im Armin. Ach, Komm, jetzt auf einmal machen die das nicht. du Warum bist du bist. jetzt auf einmal so ungerecht? Bei Christian Prince kannst du auf einmal einen ganz anderen Ton anlegen, ne? Aber wenn deine Aber guck muslimischen mal, Brüder bei mir du hast reinkommen, mich noch nicht ausreden lassen. Komm, Altonesch, wenn ja. deine muslimischen Brüder bei mir reinkommen, unzählige, und meine Mutter und alles beleidigen und wie die reden,
Damit hast du kein Problem. Ne? Das sprichst du hier nicht an. Ne? Aber nee, wenn Christian Prince also sagt wenn, Donkey, wenn das ist für dich das Heftigste. Ne? Wenn die das machen, dann... Ja, jetzt misst mal mit dem Maß, mit dem du an Christian Prince gemessen hast, mit dem Maß, mit dem du misst, misst jetzt mal an deine muslimischen Brüder und sag jetzt mal das, was du sagen willst. Ja, mach ich doch. Ich sag doch Schande über diejenigen, jetzt. Schande über die Schande, muslimischen okay. Brüder, ja. die, das ist, die dich dann bist du fair. Und dich beleidigen und dann bist du fair, deine Eltern ja. beleidigen. Ja. Schande über diejenigen, sag ich doch. Aber guck mal, heute zum Beispiel, der eine, der war in deinem Live drin, der hat dich nur gefragt, bist du Jeside, warst du Jeside? Und dann hast du sofort angefangen. Nein, wie er das gemacht hat. Nein, Altuner, verdreh nicht die Tatsachen. Ich habe gehört, du bist Jeside. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Der macht sich lustig über ein Volk. Da habe ich gesagt, was ist denn schlimm, wenn ich jetzt Jeside wäre? Was ist, was hast du für ein Problem denn damit? Was ist denn los gesagt, mit euch? Er hat zwei, dreimal gesagt, mein bester Freund. Ja, aber du siehst dieses arme Volk, mein lieber Altuner, du siehst, dass dieses arme Volk durch eure Hände, durch die muslimischen Hände, mehr als nur ein Genozid hinter sich hat. Verstehst du das nicht, was denn im Irak und Syrien passiert ist? Ja, klar. Wie kannst du das noch mit deinem Gewissen vereinbaren, im Islam überhaupt noch drinnen zu sein und die Sure 9, Vers 5 da zu haben? Verstehst du? Mal, ich wäre schon längst abgehauen aus dem Islam. Längst. Du hast mich gerade auch nicht das ausreden lassen, was ich sagen wollte. Ich wollte dich eigentlich nur darum bitten, dass wenn man mal in deinem Live drin ist und so, dass du einen nicht rausschmeißt, einfach so. Klar, wenn dich einer beleidigt und so, mach das. Aber sei dann bitte so nett, dass du einen irgendwie vorwarnst, dass du sagst, ey, diese Diskussion kann ich mir jetzt überhaupt nicht geben, so darum werde ich dich gleich rausschmeißen. Sobald ich merke, dass da Ignoranz reinkommt, dann werde ich das selber schon beenden. Wenn das Gespräch zu nichts mehr führt, dann beende ich das. Die kennen mich doch. Wenn ich keine Lust mehr habe, dann habe ich keine Lust. Ende aus. Ja, also weiß du siehst nicht. Doch, wenn man ein Gespräch führt, dann weiß man schon seinen Gesprächspartner, ob er vernünftig ist, ob er zuhört, ob man mit ihm reden kann, nicht reden kann. Man merkt das doch nach zwei, drei Sätzen. Und irgendwann mal bringt das dann auch nichts mehr und dann beende ich das Ganze. Ja, aber warum ignorierst du mich denn dann? Du merkst doch, dass man mit mir reden kann. Wie oft stelle ich dir eine Anfrage? Wir haben doch mit dir, wir haben dir das Evangelium verkündigt, du willst ja nicht hören. Wie viel sollen wir denn noch mit dir reden? Ja, aber guck mal, ihr sagt doch auch immer, der Islam wäre so gewalttätig und so. Und wenn ja, aber wir haben dir doch alles bewiesen. Du hast doch selber damit ein Riesenproblem gehabt und wolltest nochmal was prüfen gehen. Und du kommst heute immer wieder, also kommst heute wieder rein und versuchst, das Ganze wieder schön zu reden. Ja, was denn jetzt nun? Was ist denn mit den Osmanen zum Beispiel? Was hattet ihr denn von den Osmanen so? Waren die nicht auch ein Gottesstaat, ein Scharia-Staat? Waren die nicht diejenigen, die Juden im 15., 16., 17. Jahrhundert aufgenommen haben, als in Europa die Juden von denjenigen verfolgt und getötet wurden, die sich auf die Kirche und das Christentum berufen haben? Ja, unabhängig davon, ob die jetzt gute Sachen gemacht haben, sie standen doch dschihadistisch vor den Toren Europas und wollten Europa gewaltsam islamisieren. Das haben die Europäer genauso immer gemacht. Die Kolonialisten, Missionaren und Kolonialisten auf der Welt verbreitet. Das ist aber nicht nach Jesus Christus. Aber das, was die Osmanen gemacht haben mit Dschihad, das ist nach Mohammed Vorbild. Darf ich kurz unterbrechen, Leute? Ja. Wisst ihr, das Einzige ist, was wir bekämpfen sollten, sind nicht unsere Glaubenssätze untereinander, sondern wir sollten tatsächlich echt die Satanisten bekämpfen. Und nicht die Christen, die Muslime und die Juden und die Jesiden und irgendwas, sondern die Zionisten und die Satanisten. Weil die haben es gegen unsere Glaubensrichtungen abgesehen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, Allah hat das mit uns gegenüber uns abgesehen. Er möchte ja, dass uns der Kopf abgeschnitten wird in Sure 7, Vers 4. Ja, aber da erstmal ganz vorweg, aber ich war ja schon mal in deinem Live. Es wäre nett, wenn ihr eine Frage nur einmal fragt und nicht dreimal, viermal hintereinander, weil ich verstehe sie auch. Ja, aber warum will denn Allah, dass uns Christen und Juden und alle Andersgläubigen der Schädel abgeschnitten wird? Ich hoffe, ich antworte für alle Muslime. Diese Fragen kannst du, das ist so, als wenn ich dich frage, warum hat Johannes das und das getan? Diese Fragen kann doch kein Mensch beantworten. Mein Lieber, das steht im Koran. Wenn ihr auf die Ungläubigen trifft, dann herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel angerichtet habt. So, 47, Vers 4.
Ja, und was dann soll gucke ich auf einmal und dann frage ich mich ja, Allah, wer sind denn die Ungläubigen? Und dann sagt Allah, Amir, ich habe den Surat Al-Maida, Aya 72 und 73 gesagt, wer die Ungläubigen sind. Für wahr, ungläubig sind diejenigen, die sagen, Jesus wäre Allah. Für wahr, ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah wäre einer von drei. Also, ich denke, das sind meine Geschwister und ich. Wir sind die Ungläubigen. Ja, Walla, du kannst gut lesen, auch du musst nur ein bisschen mehr Betonungen machen bei Punkt und Komma auf jeden Fall, aber was soll ich jetzt dazu sagen? Was soll ich machen, Bruder? Ja, mir nicht den Kopf abschneiden. Ich sagte, unser Feind ist der Scheitan, der Satan. Ja, aber Allah sagt, wir sind seine Feinde, nur weil wir an Jesus glauben. Lass mich bitte noch ein, zwei Sätze zum Abschluss sagen. Merkt ihr nicht, was das für eine Religion ist, ihr lieben Muslime? Merkt ihr das eigentlich nicht mehr? Wir sind 400 Leute und weißt du, das merkt ihr das nicht mehr, merkt ihr das einfach nicht mehr. Warum schlägt ihr dieses Buch nicht auf, um zu verstehen, was da los ist? Wiederholungen machen dein Wort nicht schwerer. Und das sind 400 Leute, die zugucken und das ist egal, was für Leute zugucken, aber es doch wäre sinnvoll. Die Leute sind entsetzt, dass dieser Allah dazu aufruft, Christen und Juden den Schädel abzuschneiden. Egal in welchem Buch das wie steht, dass wir über die Arbeit des Teufels reden und wie er die Menschen manipuliert und wie wir und unsere Familien uns davor schützen können, statt darüber zu reden, Alter, das und das und das und das. Verstehst du, was ich meine? Also du meinst also diese zionistische Kindergärtnerin in Jerusalem, die die Welt beherrscht. Guck mal, Leute, ich halte mich von Nachrichten fern, von Mainstream. So, ja, aber das ist eine ganze negative in Jerusalem im Kindergarten. Diese Zionistin, diese Kindergärtnerin, okay, was die die Welt gemacht? Beherrscht. Sollen wir die bekämpfen? Was willst du dir jetzt antworten? Soll ich jetzt rede und du hast gesagt, wir sollen die zionistischen Satanisten bekämpfen. Nicht die zionistischen Satanisten, sondern die, in jeder Religion gibt es halt Extremisten, die extremistischen Satanisten und extremistischen Zionisten. Ich glaube, ja, das ich kenne zum Beispiel einen Muslim, der hat gesagt, ich bin gekommen, um jeden zu bekämpfen, bis er sagt, La ilaha illallah und Muhammad Rasulullah. Wie findest du solche extremistischen Muslime? Was fragst du mich da für Fragen? Wie findest du die denn? Wie findest du den Typen? Ich antworte dir mit einer Gegenfrage. Wie findest du die Leute, die Moscheen oder Synagogen stürmen und da Leute willkürlich töten, Kinder? Ganz, ganz schlimm. Das sind genau die gleichen, die im Winter diese Weihnachtsmärkte mit LKW reinfahren. Das sind, ich weiß nicht, was das für Menschen sind, aber diese Fragen sind überflüssig. Ja, aber dieser Moslem, der das zu mir gesagt hat, ich bin gekommen, um wirklich die Leute zu bekämpfen, bis sie sagen, La ilaha illallah und Muhammad Rasulallah. Was ist mit diesem Extremisten? Ja, okay, was willst du jetzt, was soll ich dir antworten? Was willst du hören von mir? Warum soll ich reden und antworten? Ist das schlecht oder gut? Du kannst dich doch, Gott sei Dank, wir leben sehr weit entwickelt und haben technologische Zugriffe. Du kannst doch dein Wissen dir selbst aneignen und dir selbst ein Bild dafür. Ja, aber wie findest du sowas? Ist meines Wissens schlecht oder gut? Warum ist dir meine persönliche Meinung so wichtig? Wir führen ein konstruktives Gespräch, nicht über persönliche Meinungen. Ich habe doch geantwortet auf deine Frage. Jetzt bist du dran. Wie findest du jemanden, der so extremistische Sachen sagt? Ich finde die Arbeit von Danny eigentlich sehr gut, weil er will aufklären, aber ich finde, er macht es nicht auf die richtige Art und Weise. Und das ich ist finde, nicht meine auch Frage, ihr macht es auch nicht auf meine Frage, du weißt ab. Du gehst ja auch nicht auf meine es Frage. Es hat mir ein extremistischer Muslim gesagt, ich bin gekommen, um die Leute so lange zu bekämpfen, bis sie sagen, La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. Wenn die das sagen, sind die geschützt vor mir. Was sagst du zu den Extremisten? Wo hast du den kennengelernt? Nein. Erst antworten und dann Frage stellen. Das ist unhöflich. Zum Thema. Jetzt antworten. Antworte mal. Wie findest du so einen Extremisten? Ich will mich dazu. Habe ich nicht mitbekommen. Was für ein Joker. Ich will mich dazu. Warum kannst du denn nicht auf einmal antworten? Was ist los mit dir? Du hast doch gerade gesagt, dass es jede Religion Extremisten gibt. Warte mal. Hörst du mich? Ich bin gerade reingekommen. Ich bin gerade frisch rein. Also, Extremismus finde ich in jeder Religion kacke. Aber ich habe nicht viel mitbekommen. Kannst du nochmal sagen? Sag nochmal deine Antwort. Ich kenne einen Muslim, der zu mir gesagt hat, ich bin gekommen, um die Menschen so lange zu bekämpfen, bis sie sagen, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ja, bekämpfen ist das so ein extremistischer Muslim.
Ich sag ja, bekämpfen, finde ich, ist das falsche Stichwort. Das ist nicht okay, aber egal, in welcher Religion ich bin. Aber was gesagt hat. Wo hast du den kennengelernt? Ihr redet durcheinander, Digga, ich verstehe euch nicht. Guck mal, ihr redet alle durcheinander. Ja, das ist das, wenn vier Leute hier drin sind. Also der Danny, der holt einfach wahllos alles rein. Joker, ich war gerade im Gespräch mit Reza, Bruder. Okay, wir haben eigentlich gerade geredet. Wie findest du diese Aussage von diesem extremistischen Muslim? Also nicht gut. Also meine persönliche Meinung, jeder, der anderen Menschen Schaden zufügt, hat ein tiefes Problem mit sich selbst. Also du findest den nicht gut, diesen Mann, der dir das gesagt hat. Das ist eine Antwort, mit der du leben kannst, das ist meine persönliche Meinung. Aber ich möchte interessiert brennen, wo du solche Menschen kennenlernst oder kennengelernt hast. Ich habe jemanden so jetzt kennengelernt, ist egal wo, wie, du weißt, man kennt immer so Leute. Warum hast du ihm nicht diese Fragen gestellt? Ja. Ja, warum hast du ihm nicht diese Fragen gestellt? Du hattest ja ein Der war sich sicher, dass man die Leute bekämpfen muss. Mit dem konnte man nicht mehr reden. Okay, ja gut, dann weißt du ja, dass du dich von solchen Leuten fernhältst. Aber ich rede doch ganz normal mit dir. Ah, man sollte sich von solchen Leuten fernhalten. Weißt du, wer das gesagt hat? Ich habe dich jetzt richtig, hoffentlich nimmt das jemand. Nein, wieso? Ich halte mich auch von Zeugen Jehovas fern, zum Beispiel. Weißt du, wer das gesagt hat, mein Lieber? Ich habe dich jetzt schön gepackt. Das hat dein Prophet Mohammed gesagt. Was denn? Dass er gekommen ist, jeden zu bekämpfen, bis er sagt, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ja, herzlichen Glückwunsch, pack den Kuchen. So, siehst du, mein Lieber, siehst du, wie man euch packt? Ja, und jetzt? Siehst du, wie man euch packt? Nein, Digga, schön für dich. Das gibt dir anscheinend innere Befriedigung, aber... Digga, nein, was soll ich sagen, Digga? Ich wollte dir nur damit beweisen, dass wenn ich hab doch alle lieb. Wenn, wo die Quellen herkommen, dass ihr auf einmal ehrlich seid. Aber wenn ihr wüsstet, dass das zum Beispiel in euren Quellen steht, auf einmal springt ihr rum und sagt, ah, okay, nein, 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 dann ist das in Ordnung. Also ich bin nicht, also ich nehme das alle mir nicht übel, aber wenn man mit seiner eigenen Hand, mit einem Finger, den Zeigefinger auf jemanden zeigt, zeigen drei auf dich zurück und man sollte jede Worte mit Bedacht wählen. Reza, siehst du, wie ich dich gepackt habe? Nee, ich habe doch gesehen? Dazu geantwortet, was soll ich machen? Ja, genau. Du hast mich jetzt irgendwie... Das ist das, womit wir immer wieder konfrontiert sind, ne? Wenn sagt, Extremismus ist schlimm, dann sagt die Muslime, ja, Extremismus ist schlimm, aber dann sage ich ein Vers aus dem Koran und ihr kennt das nicht und dann sagt ihr, oh, ja, das ist sehr schlimm. Und dann sage ich, das ist ein Vers aus dem Koran und dann sagt ihr, ah, okay, nein, 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 dann backt ihr jetzt einen Kuchen. Warum seid ihr so? Warum? Warum legst du mir jetzt Wörter in den Mund? Warum versuchst du jetzt das Gespräch in eine Richtung zu lenken? Und Gott sei Dank gucken 433 Leute zu. Mit Extremismus eine Bildschirmaufnahme. Du lässt mich auch nicht du irgendwie dich unterbrechen. Du hast doch mit Extremismus angefangen, richtig? Warst du nicht derjenige, der gesagt hat, in jeder Religion Extremismus ist schlimm? Ja, ich habe einen Satz gesagt und du hast dich auf ein Wort in einem Satz von mir festgefahren. Und natürlich, daraufhin ist dieses Gespräch festgefahren auf das Thema Extremismus. Aber das ist ja komplett aus dem Dialog rausgerissen, weil wir uns auf einem Wort festgefahren haben, lieber Reza. Ich weiß, und dann habe ich ein Beispiel genannt von Extremismus und du hast das natürlich als negativ beurteilt und das war dein Prophet selber. Du hast deinen Prophet selber negativ beurteilt. Okay, was soll ich machen? Ja, raus ich aus dem Islam, wenn du das nicht gut findest, wenn du deinen Propheten als negativ bezeichnest. Was interessiert dich, an was ich glaube? Also was denn jetzt? Meinst du es oder meinst du es nicht? Und auch keiner hat sich im Stream gar nicht